Herzlich willkommen zur alten Folge noch im Marsch. Wir werden jetzt die Schweine vom Stall, unseren Mutterlaunstall, rüberfahren zu den neuen Stall. Natürlich jetzt meldet sich natürlich gleich mit abschließender Mission. Okay, das darf man die alle fünf melden. Dann machen wir es einen Ritt. Dann können wir das nämlich komplett abschließen. So. Wir fahren jetzt unseren Transporter. Natürlich ist es natürlich jetzt nicht voll ernst zu nehmen. Man kann keine Ferkel alleine in dem Alter, sagen wir so, umstellen. Das geht nicht. Tiere mit Hunger. Natürlich ist jetzt auch ein bisschen Risiko von mir aus, weil ich sag mal, ich tue mir das schwer, weil ich ja sagen könnte, müsste, ja, ein Tier von 1,5 Kilogramm ist nicht überlebensfähig, weil die einfach noch die Milch der Mutter brauchen. So, nun ist es aber so, dass hier im NS nicht alles so ist, wie es im Realleben ist. Natürlich könnte ich nur sagen, okay, ich warte noch ein paar Tage, bis sie ihre 40 Kilo erreicht haben. Das glaube ich, werde ich auch machen, also ich werde es machen, ich werde warten, bis sie ihre 40 Kilo haben, denn aktuell bei 1,6 Kilogramm, das bringen sie 108 Euro ein, aber alles weiblich, wie nicht, das sind 205, 1,3 Jahre, so hier und dann kann man nicht sehen, ob weiblich ist und so. Das ist egal. Okay, stehen lassen. Dann machen wir lieber die Missionsfelder fertig und lassen die Schweine lieber noch ein bisschen stehen. Weil der ist fertig. So, können wir fließen. Das war jetzt 47. Fahren wir runter und jetzt gehen wir zum nächsten Acker. Wir fahren wir Richtung Straße. Wobei der Felder ist kein Problem. Hinten muss ich einklappen, ne? Ich könnte auch kurz schon alleine machen, ne? Aber gut, wir machen halt auch. So. Das ist Folge Nummer, weiß ich, 10. 10. Morgen ist Wochenende. So, Mission. Ja, 16 Pferd, haben wir 48. 46, 49, 45, 64. Ist einer auf 64. Hey. Haben wir für 50 oder für 53? Oh, 59. Geht nämlich darum, das soll aber in der Nähe sein, ne? Dass ich also irgendwo hinfahre. Das ist dann weit weg. Ja, Bodi, wäre es egal. Das ist kalt. Fahren wir Richtung 59. Weil das ist jetzt auch unter egal. Und hier stehen dann mindestens 4 Zahlfahrzeuge. Wieso nicht? Hat er den Weg gefunden? Die Straße. So, wir sind fertig.
49. Lassen. Dann fährst du jetzt. Ja. Haben wir da 45? Gerade bei. Bei 64. Wo ist 64? Da haben wir noch keinen. 64. Dann fährt er zu 64. Weil Schweine, das ist normalerweise könnte man es machen, aber ist aber an sich aber auch naja, gut. Ein Tag mehr oder weniger macht es auch nicht, was hier schön ist. Wohnung war. Fertig, was? Beiden fahren noch. Der fährt auch noch. Fahren wir natürlich mit. Schauen wir nach den Missionen abschließen können. Ich werde nur was aussehen. Gras. Gras geht immer. Wir machen die Mission mal fertig. Das ist besser. Tun wir so, wir selber fahren, ne? Ah, nee, nee. Schon okay. Kann ich ein bisschen gucken nach Leistung des Rechners, wie das ungefähr aussieht. Das ist ungefähr. Ich habe hier 65 Grad, ja, wie gerade. Prozessor 59. Bis 1045. Grafikkarte kannst du ja nicht sehen, das ist weg. Festplattenmotor. Aber das geht so. CPU hat 56% insgesamt. Und für das Spiel um die 60%. Wir haben jetzt 22 Uhr, müssten eigentlich auch schneller durchgehen. Dann machen wir auch, wenn wir auf 30 gehen. Ist ja egal. Denkt man beim Wachstum, beim Dünnen ist nicht ganz so dramatisch. Dramatisch wäre es, wenn zum Beispiel wir gerade aussehen würden. Das wäre dann ärgerlich, wenn man nicht fertig machen kann. Ne? Die Feld 11 Türenkarte. Zu groß und nicht geschafft und zu schnell vorgespult. Das war der Grund. Jetzt normalerweise hätte man es geschafft. Entschuldigung. Oh, ja, also ich habe ja den Mod raus. Sonst wäre das nicht geworden. Ich wollte eigentlich den Mod wieder reinnehmen. Aber, na, er fährt da nicht hoch. Okay. Das kommt ja den Pferd nicht hoch. Okay. Ich muss auch wissen, dass so nicht ganz stimmt. Ich bin ja eigentlich sehr schwer. Es wird Nacht. Es wird dunkel. Ich bin ja gespannt, was der BGH so bringt. 30.000, 300.000 vielleicht. Schätze ich mal. Ja, etwas, ne? Schlachthof können wir uns leisten. Die Brauerei ist das Problem. Wir brauchen die Malsticks davor. Aber Lohnzahlung für das wird dann mehr sein. Angekommen, 59. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen.
dunkel. Ich denke, dachte ich auch, oh, was ist hier los? So, 59. Kursgenerierung, 59, kleines Feld. Schön, 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 schön. Der fährt noch eine Weile. Müssten bald durch sein. Mal gucken, ob der wird. Dünge gerade angucken. Kalk. Also 46 war noch eine ganze Weile. 16 war noch gar nicht gedüngt. Mein Gott, nee. Die brauchen wir eine Weile. Der braucht auch noch eine Weile. Dann ist der andere vor da. Fünf Fahrzeuge bestehen. Gerade erzählt. Drei und zwei hier. Ach ja, gut, passt. Ja. Ja, mit der Felge, also das ist irgendwie reizt mich schon umzustallen, ne? Aber oh, ist super voll, ja. Fast 300.000 später. Ich muss meinen Harvester eigentlich abgeben normalerweise. Die Kosten. Ja, verkaufen kostet auch 400.000, ne? Kaufen kostet auch 400.000, das muss ich überlegen. So, Anne kommt wieder auf. Dann ist es gut. Dann lassen wir für 64. Oh, das gerade mal noch gehen. Ist gerade gereift. Schauen wir. Ist noch aktiv. Gut, okay. Aber ob wirkt? Glaube ich eher nicht. Na doch, geht noch. Und dann geht's ja. So, 16 ist fast fertig. 45 braucht noch lange und 46 auch. Dann muss man unsere Felder angucken, ob die auch schon gereift sind. Wachstum. 12 ist übrigens erntereif. Und die 2 und die links auch. Das finde ich jetzt super. 36. Ist auch fertig. Das ist ja, wie gesagt, das ist das Problem. So, wir haben jetzt 1.11 bis früh und 5 werden oder 4 werden wir noch schnell fahren. Wir können aber jetzt auf 15 zurückgehen. Reicht aus. Wir werden jetzt die Ernte vorbereiten. Gucken wir mal. Ist noch nicht mal so trocken und so feucht. Wir können ernten. Alles weil heile. Tank voll und gehen gleich auf die 1. Und werden gleich mal den Raps ernten. Da haben wir keinen Strass, kein Stroh, da können wir ja gleich entsprechend. Jetzt haben wir später Sommer. Ist aber recht früh. Gut, um mal zu sagen, hier war der Einfachkart, hatte ich auch einen Fehler gehabt. Mit Schlafen. Das
Das hat sich irgendwie nicht vertragen und ziehen. Und dadurch war ich froh, überhaupt noch Reifen bekommen hatte. Gut, das ist die Geschichte. So, jetzt haben wir. Da habe ich ja früher erntereif wie mein Kollege. Ja, damit er aus hat lange gewartet, muss man dazu sagen. Also, ich habe ausgesät, gleich am Anfang, da ging es noch offiziell. Aber, muss man dazu sagen, später war es auch die Anzeige zu kalt. Wer denn da den Laternen vorgesetzt? Ich nicht. Den Zaun mit Schwung. Mit Schwung. Jetzt aufklappen. Nein, 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 nicht da. Okay. Nix. Wir müssen mal die Ecke mal anfangen, weil da mit dem Zaun klappt sowieso nicht. So, und nach dem Raps können wir Getreide anpflanzen, ne? So. Eins. Vorgewende machen wir zwei. Drei macht immer noch reich. Und diese Zaun und Ecke so scharf dran, dann ist es. Wir werden hier ein bisschen aufpassen müssen mit dem das geht sie aus. Jetzt haben wir aktuell natürlich keine Zeit für so eine Mission, ne? Gut, 16 ist fertig. Was ist noch zu machen? Da sind nur noch ein paar. 46 ist bei. 45 auch, 64 auch, 41. Löschen. 41. Einklappen. Fahren. So, liebe Zuschauer, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ging vorbei, schnell wie sonst was. Jetzt sag mal Tschüss und Winke, ciao. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, morgen geht die Ente richtig los, ne? Also zur nächsten Folge. Sag mal Tschüss und Winke, ciao. Bis dann, tschüss. Und danke fürs Reinschauen. Die Daten, da.